Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Bernd C. und Iris. Und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Unsere Ausgangsbibelstelle steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Das heißt, wenn du Gottes Kind bist, wohnt Gott selbst in dir. Er hat dir seine Kraft geschenkt, damit du Menschen von ihm erzählst. Und du bist ein Multiplikator, eine Multiplikatorin für Gottes Segen in dieser Welt. Das stimmt. Darum geht's gleich. Darum geht's gleich. Wir befinden uns ein weiteres Mal, so wie gestern auch, in unserem schönen Fitnessstudio. Ja, einige Leute fragen, wieso habt ihr so ein riesiges Fitnessstudio? Der Trick ist einfach der, vor ungefähr 26 Jahren, 27 Jahren, habe ich einen Bausparvertrag ausgezahlt bekommen. Und diese, das sind 6.000, 7.000 Deutschmark damals noch, die haben wir ausgegeben auf einer Bodybuilding-Messe für Profigeräte. Und und dann haben wir so alle ein, zwei, drei Jahre ein Gerät dazugekauft. Und so wurde bis heute ein richtig schönes Heimstudio daraus, was wir mehrmals die Woche genießen. Inzwischen auch unsere Kinder, zumindest unser großer Sohn, der ist relativ oft hier. Habt ihr gesehen, sein Bizeps hat meinen inzwischen eingeholt. Und schauen wir mal, ich bin wieder dran, das zu toppen. So, Training ist wichtig, natürlich nicht nur körperliches Training, wir wollen gesund bleiben, aber auch geistliches Training. Und was gibt's Neues? Also ihr wart ja letzten Sonntag, glaube ich, alle irgendwie entweder im Gottesdienst online dabei oder hinterher, wenn ich so die Zugriffszahlen der Predigt schaue, ist schon begeistert, wie viel 100 Leute da jetzt, 200, 300 Leute oder mehr jetzt da schon reingeschaut haben. Ich freue mich drüber und freue mich auch, dass es geteilt wird, weil wir brauchen gute Botschaften in dieser Zeit. Ganz genau. Leute müssen hören, dass es Hoffnung gibt, dass es etwas gibt, was größer ist als der Tod. Amen. Dass es etwas gibt, was hier in dieser Realität heilend und rettend wirkt. Mhm. Auch vor dem Virus. Ja, genau, so sieht es aus. Ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen von einem Freund aus der Schweiz. Der hat mir einen Bericht geschickt, wie Gott eingegriffen hat bei einem Mann, der, zur Risikogruppe gehört hat. Ein älterer Mann mit einer Lungenvorerkrankung, der also im Sterben lag, den Coronavirus hatte und einige aus seiner Familie auch, aber er war richtig schlimm dran. Und sie haben gebetet und Gott hat diesen Mann geheilt. Und ich glaube, ich hänge das einfach an den Newsletter, an den Newsletter auch dran, weil das ist so ein Link aus der Schweiz. Gute Idee. Genau, von unserem Freund Philipp. Falls du das auch siehst, Philipp, herzliche Grüße und nochmal vielen ganz Dank. Ganz liebe Grüße von uns. Fürs Teilhaben an dieser guten Geschichte. Das ist brillant. Wunderbar. Aber du warst was am Sagen. Genau. Mich interessiert oder uns interessiert, was habt ihr denn so umgesetzt vom Sonntag? Mhm. Wo habt ihr denn Quality Time mit eurem Kind umgesetzt oder was verändert? Das ermutigt uns und auch andere, wenn sie das lesen, gerade auch in den Kommentaren. Oder wir werden auch hier darüber reden, haben auch wieder ein paar Rückmeldungen bekommen, da gehen wir dann morgen mal drauf ein. Das sind so große Chancen. Ich habe gemerkt, beim Zugriff selbst, beim Live-Gottesdienst waren weniger dabei als die Woche zuvor. Und ich denke, das lag an dem Thema, weil Quality Time mit dem Kind, wenn du sagst, ich bin selbst erwachsen, meine Kinder sind erwachsen, kann mir gar nicht so viel geben, hörst dir an, es ist genau für dich. Irrtum, es ja. ist genau für dich. Ja, ich als erwachsener Sohn habe einen Vater. Mein Vater lebt, ist gesund und wir verbringen Qualitätszeiten zusammen. So, wie sieht es aus, wenn ein 52-Jähriger mit seinem Vater Qualitätszeiten hat? Oder wenn ich mit meinem erwachsenen Jungen Qualitätszeiten habe? Das sind wichtige Dinge, da sollte ich was von wissen. Und bei der Predigt gibt es ja auch viele Bilder im Hintergrund, einige sehr persönlich auch, die zu sehen sind bei der Präsentation, die dann eben auch abläuft, während wir predigen. Guckt da mal rein und wenn es euch gut tut, teilt es doch mit denen, die es auch brauchen können. Genau. Kommentare machen wir morgen wieder. Morgen. Ne? Genau, wir teilen es immer so ein bisschen auf. Und ich mache jetzt weiter mit unserem Thema des Tages. Ich freue mich drauf. Gut. Ich habe es überschrieben, Gottes Traum mit dir. Oh ja. Gott hat einen Traum und einen Plan für dein Leben. Und ein Film, der mich mal sehr angesprochen hat, den ich dir aber nicht empfehle. Liebe Melanie Euer, diesen Film empfehle ich nicht. Schaut ihn euch bitte nicht an. Okay. Es ist
Ja, okay. Das ist ein Film aus dem Jahr 1974 mit Charles Bronson und der Film heißt Ein Mann sieht Rot. Ein sehr brutaler Film. Paul Kersey, der Hauptdarsteller, also Charles Bronson, sorry, ist kalt, kehrt nach seinem Urlaub mit seiner Frau zurück und während er wieder arbeiten geht, werden seine Frau und seine Tochter nach einem Einkauf von jugendlichen Kriminellen überfallen, schwerst misshandelt. Die Tochter stirbt anschließend im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen und die Frau ist traumatisiert und ja, völlig kaputt auf andere Weise. Die Polizei findet die Täter nicht, macht wenig Hoffnung, dass man das jemals aufklären kann, dieses Verbrechen. Und der Mann vereinsamt in Trauer und in unsagbarer Wut. Nachdem er einen Revolver geschenkt bekommt, macht er sich selbstständig und verübt ja, Selbstjustiz an drogensüchtigen Kriminellen des New Yorker Nachtlebens und tötet Verbrecher ab und gibt ihnen keine Chance zum Ergeben. So, wir haben das mal, wir wollten das mal demonstrieren. Auch wir sind bewaffnet. Auch wir sind bewaffnet, auch wir sehen rot. Oh ja. Aber nicht auf andere Weise, wir erschießen auch keinen. Außer der Schuss. Meine geht nicht. Ja, das ist ja geladen wahrscheinlich. Okay. Ladehemmung ist gefährlich beim Kämpfen. Du hast ja leeren Magazin. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich bin dich gegangen. Okay, du schlagst mich. Deine Waffe ist länger. Okay, jetzt habt ihr mal ein bisschen Einblick gekriegt in uns. Nerfschlachten, das war der Strom. Ich mach die Batterie. Sehr gut, da war das Licht. Okay, also es ist jetzt ein bisschen lustig, aber wir wollten euch klar machen, hey, es gibt Grund, sich aufzuregen und Grund, nicht gleichgültig zu sein. Ich verwandle jetzt dieses natürlich sehr negative, schreckliche Bild, dass der Mann eigentlich das Gleiche tat, was ihm oder seiner Familie angetan wurde, darin, dass wir nicht nur über uns selbst nachdenken in dieser Zeit, sondern ganz besonders über die Menschen, die das Gleiche durchmachen wie wir, das Gleiche ertragen müssen, die gleichen Anpassungen vornehmen müssen in ihren persönlichen Situationen und auch Herausforderungen haben. Aber wir, die wir Gott kennen, wir haben eine ganz andere Ausgangsposition als die Menschen ohne Jesus. Und auch bei uns geschieht Unrecht. Es gibt einen Feind, es gibt einen Verbrecher, einen Dieb, den die Bibel nennt, den Menschenmörder, den Lügner von Anfang an, der Familien verwüstet, der raubt, der Menschen in Gebundenheit hält, betrügt, belügt, Hoffnung stiehlt. Und auch er wird nicht zur Rechenschaft geboten oder ihm wird nicht Einhalt geboten. Wen kümmert es, dass Familien zerbrechen, Leute sich das Leben nehmen? Denkt jetzt an diesen hessischen Minister. Was war das für ein Minister? Gesundheitsminister, glaube ich. Finanzminister? Ich glaube, Gesundheitsminister. Okay, wir sind nicht richtig gut informiert. Also ihr habt ihr habt alle das in den Nachrichten gehört. Schlimme Dinge. Menschen verzweifeln da draußen und haben Angst vor der Zukunft. Wir können uns betäuben. Manche tun das mit Drogen, Alkohol, essen zu viel, um das irgendwie auszuhalten. Und hey, das Schlimmste ist, Menschen ohne Gott sind auf dem Weg an den Ort, den die Bibel Hölle nennt in der Ewigkeit. Es gibt ein Verlorengehen. Und es gibt ein Gerettetsein. Und die Ewigkeit von Menschen ohne Jesus, ja, die ist nicht sicher. Die läuft auf was Schlimmes hinaus. Und vielleicht bist du die einzige Bibel sozusagen, die die Leute da draußen lesen, die deine Nachbarn lesen, deine Arbeitskollegen, Schulkameraden. Wir alle sind herausgefordert. Wir müssen Dinge für uns persönlich organisieren, aber verlier doch mal den Blick auf nur dich und deine Familie, auf deine Bedürfnisse und guck, wer ist in deiner Nähe, der ja ohne Gott das durchstehen muss? Wem kannst du von Jesus erzählen? Du bist Gottes Traum, du bist sein Plan. Menschen sind Gottes Methode, um Menschen zu erreichen, um das Evangelium zu verkünden. Wir können uns den Mund fusselig beten und unseren Gebetskämmerlein verkriechen, aber das ist nicht, was Gott will. Menschen werden dann gerettet, werden dann mit dem Gott der Hoffnung verbunden, wenn wir ihnen die gute Nachricht bringen. Wir müssen es sagen. Oder Bücher verschenken oder Filme oder auf kreative Art und Weise Menschen zeigen, hey, du bist mir wichtig, du bist mir nicht egal und ich möchte dir von jemandem erzählen, den ich kennengelernt habe. Erzähl deine eigene Geschichte mit Gott. Erzähl von deiner Heilung. Erzähl von dem Moment, wo du Gott kennengelernt hast, wo dir jemand von Jesus erzählt hat. Verpass
diese Gelegenheit jetzt gerade nicht. Wo so viele Lebenskonzepte erschüttert werden, dürfen wir an dem festhalten, was trägt und hält, nämlich an dem lebendigen Gott und an unserer Beziehung zu dem lebendigen Gott der Bibel. Ja, ich sehe uns als Gemeinde, ich habe das schon ein paar Mal in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, im letzten Jahr gesagt, wie so ein Rammbock. Wir nehmen die Stadt ein, wir bauen Gottes Reich, wir sitzen nicht verschämt in der Ecke wie eine kleine Maus, die alles beobachtet, sondern wir sind der Löwe, wir haben den Löwen von Juda, so nennt die Bibel Jesus Christus, in uns. Und ich weiß nicht, hörst du ihn? Ich höre ihn brüllen. Und er möchte auch durch dich brüllen. Also du sollst jetzt nicht die Leute anschreien, das meine ich damit nicht. Aber du sollst unverschämt, mutig Gelegenheiten nutzen, die Gott dir schenkt, um Menschen mit dem Gott der Bibel in Kontakt zu bringen. Denn die Bibel sagt, ein viel zitierter Vers in der Zeit, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, ist eine moderne Übersetzung, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es gibt einen Mann im Alten Testament, der Nehemia, dem ist ein ganzes Bibelbuch gewidmet, das kannst du gerne mal lesen, der sah auch buchstäblich rot, als er gehört hat, seine Heimatstadt ist kaputt. Vielleicht bist du gar nicht da zu Hause, wo du wohnst und hörst auch die Zahlen von deinem Ort, wo du herstammst, von der Stadt. Und es macht was mit dir, weil du eben nicht gleichgültig bist. Nehemia war es nicht gleichgültig, was in seiner Heimatstadt Jerusalem passiert ist, was die Stadtmauern, die ganze Stadt war verwüstet, niedergerissen, nur ein kleiner Rest war da. Und er hat sich unbezahlten Urlaub genommen, buchstäblich, von dem König, dem er diente, und ist dahin und hat die Leute mobilisiert. Das kannst du lesen in Nehemia 1. Ich lese mal Vers 3. Die Leute, das wurde ihm berichtet, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, das ist dann Nehemia, der das sagt, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Und dann ist er aber nicht beim Gebet geblieben, sondern er ist hingegangen, er ist tätig geworden. Ja. Er hat das Mandat von Gott hinzugehen und einen Unterschied zu machen ernst genommen. Ja, und er hat dann in 52 Tagen diese Stadtmauer wieder aufgebaut. Und jeder hat quasi bei seinem Haus ein Stück, einen Meter oder zwei oder fünf Meter Verantwortung übernommen und hat gebaut. Sie haben auf der einen Seite das Baumaterial, die Steine in der Hand gehabt und in der anderen Hand ein Schwert. Und es gibt ja so einen deutschen volkstümlichen Spruch, wenn jeder vor seiner Haustür kehrt, ist die ganze Straße sauber. Und so war das hier. Jeder hat ein kleines Stück Verantwortung übernommen und hat eine ganze Stadt wieder in Sicherheit gebracht. Hey, wie wäre das, wenn wir das tun für unsere Ortschaften, für unsere Städte, für die Straße, in der wir leben, im Gebet, aber auch in der Bereitschaft hinzugehen, nicht physisch, das dürfen wir nicht, aber per WhatsApp, Handy, E-Mail, das YouTube-Video teilen, keine Ahnung, du kannst unsere Worte nehmen und Dinge multiplizieren, wo es um Gott geht, wo es um den Glauben an Jesus Christus geht und zuversichtlich sein, dass der Same des Wortes Gottes Kraft hat für jedes menschliche Herz, zu dieser Zeit oder zu einem späteren Zeitpunkt, das kann in 3 Jahren aufgehen. Nach 70 Jahren Niederlage und Verzweiflung gelingt diesen Männern und Frauen unter Nehemia das, wieder aufzubauen, trotz viel Widerstand, trotz viel feindlicher Bemühungen, die wir auch erleben, in nur 52 Tagen. Ich weiß nicht, ob diese Krise, ob unsere Einschränkungen in 52 Tagen insgesamt vorbei sind. Ich könnte es mir vorstellen, dass es schneller vorbei ist, als wir jetzt gerade befürchten, weil die Angst malt schlimme Bilder. Ja. Und oft ist es gar nicht das, was wirklich Realität wird. Ich weiß um die schlimmen Zahlen und jeder Tote ist einer zu viel. Aber trotzdem kann der Spuk auch so schnell wieder verschwinden, wie er uns heimgesucht hat. Und ich glaube, wir können und dürfen und sollen in dieser Zeit, aber auch danach einen Unterschied machen. Denn so sehr, ich zitiere eine Bibelstelle von gestern, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Hey, was hast du zu verlieren? Ein spöttisches Lächeln, dass sie dich für bekloppt und einen Fanatiker halten? Willkommen im Club. Wer keinen Widerstand erlebt, der lebt nicht wirklich für Gott. Das ist eigentlich biblisch. Paulus schreibt an Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden.
Das gehört dazu. Und mancher Skeptiker kommt auch zur Besinnung. Und irgendwann sieht sich manchmal öfter im Leben, kommt er vielleicht zu dir und fragt dich nach der Hoffnung, die in dir lebt. Und wie schön ist es dann, wenn du ihm fröhlichen Herzens von deinem Gott erzählen kannst. Und noch was möchte ich wiederholen, nichts, weil mir nichts eigenes sonst eingefallen ist, dein Zitat von gestern. Eins meiner Lieblingsbücher, vielleicht das Lieblingsbuch im letzten halben Jahr, was ich gelesen habe von Robbie Dawkins, Tun, was Jesus tat. Lies das Buch. Genau darum geht es in diesem Buch. Wie du mit dem Heiligen Geist zusammen evangelisieren, Menschen von dem Gott erzählen kannst, den du kennst. Wenn du denkst, das ist das Zitat, ich bin zu kaputt dafür, ich bin zu krank, ich bin ja nicht mal selbst geheilt, ich habe zu viele eigene Probleme, dann verstehst du etwas Wesentliches nicht. Verwundete Heiler werden von Gott gebraucht, um zurückzuschlagen. Komm, sei einer von ihnen. Genau. Und der erste Schritt, um selbst jemand zu sein, der Einfluss nimmt, in guter Weise, der für Gott was bewegen kann, ist natürlich, in die Beziehung mit Gott überhaupt erst einzutreten. Und das ist die Einladung, die wir in jedem unserer Podcasts aussprechen. Und vielleicht hast du es schon gebetet, dann bete es nochmal mit, es tut nicht weh. Im Gegenteil, es ist ein Hingabegebet, das heißt, ich gebe mich hin. Wir freuen uns, wenn unser Ehepartner sich uns immer wieder neu hingibt. Und so freut sich Gott auch, wenn wir das tun, wenn wir uns ihm von ganzem Herzen hingeben und sagen, Gott, du bist mein Herr. Ja. Und wenn du das noch nie gebetet hast, dann ist das das wichtigste Gebet in deinem Leben. Mhm. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, eine Hand zu Gott zu heben und mir Folgendes nachzubeten, von ganzem Herzen nachzubeten. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Darum bringe ich dir jetzt all meine Sünde. Darum bringe ich dir jetzt all meine Sünde. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Dass ich gegen deine Gebote gehandelt habe. Dass ich gegen deine Gebote gehandelt habe. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich empfange jetzt von dir. Ich empfange jetzt von dir. Gemäß deinem Wort. Gemäß deinem Wort. Vollständige Vergebung. Vollständige Vergebung. Und ewiges Leben. Und ewiges Leben. Ich entscheide mich. Ich entscheide mich. Ich werde dir nachfolgen. Ich werde dir nachfolgen. Von jetzt an. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Sei mein Herr. Amen. Amen. Das war's. Das war das Gebet aller Gebete. Hierauf fußt jedes weitere Gebet, was wir sprechen können, was wirklich was bewegt. Und das wünsche ich dir, dass du das tust, dass du anfängst, in Gottes Wort in der Bibel zu lesen. Lies jeden Tag darin, wenigstens so ein Kapitel. Und hinterher sprich mit Gott drüber. Sag Gott, was ist da für mich drin? Was möchtest du mir sagen? Und dann staune, wie dieses alte Buch lebendig wird. Ich sage es immer wieder, die Bibel ist aktueller als die Nachrichten von morgen. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass wir darin leben und dass wir Gott sprechen lassen zu uns. Und alles wird richtig gut. Ja. Morgen werden wir etwas Neues machen. Wir werden morgen über ein Buch reden. Ich freue mich schon drauf. Weil ich denke, das ist die Zeit, wo wir jetzt auch, oder wo viele von uns Zeit haben, ein bisschen mehr zu lesen. Und wir wollen euch so ein paar Impulse geben, die wir aus dem Buch, was wir morgen vorstellen, entnommen haben, um dich neugierig zu machen oder interessiert. Und besorgst dir, lies es und sei da echt gesegnet. Außerdem abonniere unseren Newsletter, wenn nicht schon längst passiert, weil dann bist du up to date, was im Christuszentrum oder was bei uns beiden so los ist. Du bekommst auch immer eine Info, wenn ein neuer Podcast online geht. Das machen wir ja zurzeit jeden Tag. Das heißt, du bekommst einmal am Tag eine Nachricht und weißt dann, okay, jetzt ist es soweit. Manchmal wird er morgens um 10 Uhr online sein, manchmal wird es aber auch erst abends 17, 18, 19 Uhr werden. Je nachdem, wie wir das so alles hinbekommen. Das Produktionsteam ist sehr überschaubar. Ja, genau. Irgendjemand fragte am Sonntag im Gottesdienst, danke all denen, die das möglich machen, dass wir jeden Tag die Pastoren sehen. Ich würde ja gerne das Lob noch weitergeben, aber es sind tatsächlich alleine wir beide. Wir machen die Lichttechnik, wir machen die Tontechnik, wir überarbeiten, schneiden, stellen online. Und nehmen natürlich auch auf. Und das macht Spaß. Wir lernen viel bei der ganzen Sache, aber es ist auch nicht so, dass wir das so als Vollprofis machen. Das merkt man, hört man manchmal auch, vergibt uns, wo wir dann noch nicht so richtig gut sind. Wir versuchen immer wieder jeden Tag so ein bisschen was zu verbessern und hoffe, dass ihr das merkt und dass ihr euch darüber freut, einfach, dass wir die Zeit haben. Ja, Facebook, Instagram sind die beiden sozialen Kanäle, worüber wir zu erreichen sind, wo ihr uns verfolgen könnt und dürft. Wir freuen uns drauf. Noch geht das. Ich bin noch bei der Grenze, wo man Freundschaftsanfragen senden kann. Das ist ja wohl bei 5000, irgendwann hört es auf. Bin ich noch ein Stück entfernt von, aber es geht zurzeit sehr schnell. Jeden Tag kommen mehrere Anfragen. So, wenn du das also möchtest, mach
Bei Iris ist noch ein bisschen mehr Luft nach oben, aber auch das könnte sich schnell ändern. Ja, worüber würdet ihr gerne einmal sprechen im Podcast? Was sind eure Gebetsanliegen? Mhm. Ich finde das so cool, wenn wir hier auch zusammen tatsächlich für Dinge beten. Ganz richtig. Konkret. Und du sagst, ich habe hier ein Anliegen und das ist mir so wichtig. Mhm. Wäre toll, wenn wir das zusammen beten können. Wir können das Teil anonymisiert tun, das heißt mit Vornamen alleine oder mit Vornamen und Ortschaft, sodass es dann unverfänglich wird, auch datenschutzrechtlich nicht irgendwie relevant, wenn wir für jemanden anderen beten, der das vielleicht gar nicht selbst in Auftrag gegeben hat. So in dieser Form, denke ich, können wir das machen. Schreib es in die Kommentare. Also bei mir ist es so, wenn ich mein iPhone quer halte, dann sehe ich die Kommentare. Wenn ich es hochkant halte, sehe ich sie nicht. Bei YouTube, vielleicht hast du es mal gemerkt, beim Rechnen mag es anders sein. Aber es gibt überall Kommentarfunktionen, sowohl beim Podcast wie auch bei YouTube. Und auf Facebook könnt ihr auch gerne etwas dazu schreiben. Wir posten es ja auch immer da und da gibt es auch die Kommentarfunktion. Ja, wie hat euch der Podcast gefallen? Was war euch wichtig? Was war euch wertvoll? Gerne teilen. Und ja, ganz wichtig, teile doch diese Sendung. Wenn du denkst, das hat für irgendjemand irgendwas Auferbauendes, irgendwas Ermutigendes, irgendwas Hilfreiches, dann gib es doch weiter. Die sozialen Medien sind da. Warum nicht einen Klick machen? Teile es auf Facebook mit deinen Freunden oder schick es als Story in Instagram oder wie auch immer das heute so alles geht. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Ihr wisst es viel besser als ich. Und ich rate euch nur, gebt es weiter. Was Gutes müssen wir teilen. Es wird zu viel Schrott zur Zeit geteilt. Wir wissen, dass Verschwörungstheorien jeglicher Art machen ihre Runde. Und Leute, teilt den Müll bitte nicht. Teilt die guten Sachen, die Sachen, die Leute aufbauen. Wir brauchen nicht noch mehr schlechte Nachrichten. Gibt es gerade genug. Wir brauchen Leute, die lächeln. Wir lächeln immer. Und wir lächeln wirklich echt, weil es uns richtig gut geht. Uns drüber geht es fantastisch. Wir freuen uns über jeden Tag. Die Kids sind so ein bisschen genervt, so, ne? Die Freundeskreise. Das geht alles nur zur Zeit online. Aber wir kommen super durch die Zeit und wünschen euch das auch. Wir denken auch gerade an die von euch, die jetzt alleine zu Hause sind. Mhm. Wir haben immerhin 5 Leute im Haus, das ist schon ganz nett, das wird nie wirklich leer und langweilig, aber ich würde gerne für die von euch beten, die sagen, ich bin allein, ich bin ein Mann, ein Frau-Haushalt und ich bin echt einsam, weil das kann dann schon heftig sein. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass Gott diese Einsamkeit ausfüllen kann. Mhm. Ich habe so oft gehört, wenn jemand Witwe oder Witwer wurde und auf einmal der wichtigste Mensch im Leben nicht mehr da war, wie Gott an die Stelle getreten ist, in einer wunderbaren Weise und wie diese Einsamkeit vertrieben wurde und auf einmal war Geborgenheit da und Wohlfühlen und das Bewusstsein, da ist jemand bei mir den ganzen Tag und der liebt mich und der gibt mir alles, was ich brauche und das möchte ich gerne aussprechen jetzt im Gebet. Und wenn du das bist, empfang einfach. Mhm. Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt hier alleine zu Hause ist, der diese Zeit auf diese Weise hier durchbringen muss. Und ich bete jetzt für einen Geist der Ermutigung. Mhm. Ich spreche aus, dass du jedem näher bist als das eigene Unterhemd. Du bist da, du bist nah, du bist erlebbar. Und ich bete, dass deine Zuversicht, ja, dass Freude und Frieden in einer ganz neuen Dimension jetzt gerade einfließt in jeden, der das empfangen möchte. Herr, sei du unser Partner. Sei du der, der mit uns im Haushalt wohnt. Sei du der, der bei jeder Person ist. Herr, du hast so viele Verheißungen ausgesprochen, gerade über die Witwen, über die Waisen, über die alleine sind. Mhm. So viel gutes Wort. Und das spreche ich alles aus über dir. Gott ist bei dir. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Du bist sicher und geschützt in Gottes Hand. Und ich spreche Psalm 23 aus über dir. Und ich sage, nur Güte und Gnade soll dir folgen dein Leben lang. Und du sollst bleiben im Haus des Herrn immer da. Auch jetzt. Jetzt, heute sollst du Güte und Gnade um dich herum empfinden. Richtig körperlich spüren. Und du sollst voller Freude sein. Du sollst diesen Gott genießen, der dich so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn ans Kreuz geschickt hat, damit er mit dir Gemeinschaft haben kann. Du sollst das ganz neu erkennen. Du sollst in Gottes Wort eintauchen. Du sollst Bücher lesen, Predigten anschauen, die dir seine Nähe so nah bringen, dass es einfach begeistert ist. Mhm. Friede und Freude über dir, gerade in dieser Zeit. Halleluja. Danke, Jesus, dass du das schenkst. Sei gesegnet damit. Ja, danke. In Jesu Namen. Danke, in Jesu Namen. Amen. Und am Sonntag ist ja nicht mehr so weit weg, reden wir wieder miteinander, online, Bulldoggenklauen. Meine Frau wird euch hiermit segnen. Ich bin selbst gespannt. Ich habe schon mal so eine ähnliche Predigt gehört. Ich glaube, die wird richtig gut. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, egal was gerade so los ist in deinem Leben, egal welche Ängste versuchen nach dir zu greifen, welche Sorgen, verlier die eine wichtige Sache nicht aus den Augen.
Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus. Amen. Bis morgen. Ciao. Bye bye. Tschüss. Wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Nachtrag. Ha, gute Nacht. Wir wollten euch doch heute noch Filme zeigen und empfehlen, die in dieser Zeit nette Unterhaltung versprechen und euch ja, entspannen sollen. Und wir haben ein paar ausgesucht, teils aus der Liste, die wir jetzt bald veröffentlichen, aber teils auch noch gar nicht auf der Liste stehen. Ich fange an, ja? Und dann wechseln wir uns ab. Okay. Soll ich von so mal an? Du machst das gut. Über den Film stolperte ich vor 2 oder 3 Jahren tatsächlich irgendwo bei Amazon, war der bei unserem Prime, im weißen Rössel. Ihr kennt das bestimmt noch so, wenn ihr so mein Alter oder älter seid, so na, Peter Alexander und so, wisst ihr, früher. Das ist eine neue Version. Und die ist so lustig. Also selbst unsere Kids, die Teenager, waren alle begeistert von dieser Klamotte hier. Die ist so herrlich überdreht. Also allein der Untertitel, im weißen Rössel, wehe, du singst. Also der sagt schon sehr viel. Und wenn du mal richtig herzhaft lachen möchtest, weil du den alten Film auch noch kennst, lohnt sich vielleicht, den vorher anzuschauen und dann die Version. Wir haben ihn mehrfach gesehen. Wir haben ihn sogar auf Eheseminaren schon mit unseren Leuten angeschaut. Und es war einfach klasse. Also im weißen Rössel, wehe, du singst. Achso, ich soll weitermachen. Ja, ja. Ich assistiere dir. Ich halte die Filme fest. Okay, woran glaubst du? Hey. Ist einer meiner Top-Favorite. Okay. Es gibt ja im christlichen Bereich wirklich auch viele Filme, die wir uns nicht angucken. Weil wir gucken nur hinten drauf und sehen, ah ja, oh, krebskrankes Kind und hat nur noch und dann macht es in den letzten Monaten. So laufen viele Filme ab. Es sind keine Filme, wo viel Hoffnung drin ist. So, es wird dann immer daraus was gemacht, na gut, es hat ja wenigstens noch was mit Gott erlebt in der Zeit. Das ist auch cool. Aber wir finden es viel cooler, wenn dieses krebskranke Kind geheilt wird hinten dran und dann ein langes Leben lebt. Weil das ist, was wir in der Bibel finden. Das ist, was Gott will. Und diese Art von Filmen sind relativ dünn gesät. Das stimmt. Weil die Macher der Filme sind halt auch nicht immer Leute, die das glauben, sondern oft sind es einfach evangelikale Christen, die über Heilung nicht wirklich so viel wissen und nicht so viel glauben. Aber der Film ist anders. Woran glaubst du? Hier gehen Dinge anders aus, zumindest die meisten davon. Das ist ein Film, der total ermutigt. Mehrere Lebensschicksale zeigt, die sich kreuzen. Es sind auch ein paar Top-Schauspieler dabei. Hier zum Beispiel Sean Astin, also dieser Sam Gamgee aus dem Herr der Ringe. Lee Majors, kennt ihr noch, ein Colt für alle Fälle. Also ein paar interessante Leute dabei. Und ein Film, wie ich ihn wirklich selten gesehen habe und ich liebe ihn. Ja, den liebe ich auch. Alles steht Kopf. Wenn du jemals über deine Emotionen so nachgedacht hast und wolltest die mal bildlich darstellen, das ist der Film dazu. Er sieht nach einem Kinderfilm aus und Kinder lieben ihn durchaus, aber er ist so intelligent, er ist so clever gemacht und man lernt so viel über seine eigenen Emotionen und das sind wirklich Wahrheiten eingebaut, die biblisch sogar sind, wo ich sage, wow, also das in so einem Film, richtig gut. Alles steht Kopf von Disney Pixar, eine Empfehlung. Und jetzt noch was für die Kids. Und auch für die 80er-Generation, das ist so, die in den 80ern eben jung war, so wie ich. Und du warst noch zu jung, aber es gab ja früher die Arkaden, so vor allem, wenn ihr mal Urlaub gemacht habt in Italien, dann gab es die überall, so, und sonst in Deutschland war das nicht ganz so verbreitet, wo ihr diese Dattelautomaten dann hattet mit dem Bildschirm und dann konntet ihr da Pac-Man spielen und Space Invaders und alles das Zeugs. Und da baut so ein bisschen dieser Film auf. Das ist der zweite Film mit dieser Spielfigur, die es eigentlich sein soll, mit der Freundin, richtig unterhaltsam, liebenswert, wie gesagt, auch ein bisschen Nostalgie-Look 80er, aber verbunden eben auch mit dem Internet von heute. Das lernen die nämlich dann auf einmal, wie findet man sich in dieser Welt heute mit Google und Co. zurecht. Sehr interessant für Jung und Alt. Ein Gewinn. Und das Letzte, ja, das ist was für die, die sagen, unsere Kinder dürfen auch mal Filme schauen, die ein bisschen älter sind, weil der ist schon heftig von der Zerstörung her, da geht also so eine Stadt ein bisschen kaputt und ich will nicht spoilern, aber Dwayne Johnson, The Rock, spielt hier eine der Hauptrollen. Warum wir den Film so mögen, ist, weil er Familie so hoch anhängt. Familie, die Ehefrau und die Kinder. Und wie Familie wieder zusammenfindet in der Krise. Weißt du, Krise ist nicht nur was Schlechtes. Krise kann ganz viel Gutes bewirken. Ich habe heute noch nicht erwähnt, Römer 8, 28, alle Dinge müssen denen zum Guten mitdienen, die Gott lieben. Wenn du also Gott liebst, könntest du aus so einem Film auch was rausziehen, auch wenn du nicht so Rock bist. Bist vielleicht ein Papa oder eine Mama und du liebst deine Familie und findest dich da doch ein Stück weit wieder.
weil die geben vollen Einsatz für die wirklich wichtigsten Menschen in ihrem Leben. So, das war der Nachsatz und ich verbleibe. Super, hast du gut bis gemacht. Morgen. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.